Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Jagen mit Pratze. Und heute ist natürlich was Besonderes. Wir sind hier zum ersten Mal im neuen Jagdrevier Hjemmeldal in Skandinavien sozusagen. Und auch von der Jahreszeit ist das hier was ganz Besonderes. Wir sind hier im Übergang Herbst auf Winter. Wir alle haben uns ja extrem gefreut auf dieses neue Jagdgebiet. Und ja, wir haben jetzt endlich die Gelegenheit, hier zu jagen. Wir haben jetzt uns eingeloggt hier auf Koppartorp. Das ist hier die Lodge im Norden. Und dann gibt es noch Drengstorp. Das ist weiter im Süden. Ich zeige es euch mal kurz hier auf der Karte. Wir befinden uns jetzt hier. Das ist Koppartorp. Und hier unten, hier ist Drengstorp. Ja, ich habe schon ein Video auf YouTube hochgeladen. Das war in der englischen Serie. Und da haben wir hier ein Bärenköderfass aufgestellt. Waren wir ein bisschen auf Bärenjagd hier oben im Norden links, wo es hier richtig ins Gebirge geht. Hier ist es wirklich gut für die Bärenjagd. Ich habe da auch in dieser Gegend sehr viele Bärenspuren gesehen und ich möchte euch jetzt mal hier nochmal was kurz zeigen. Und zwar dieses hier. Das ist das Happy Camper Zelt in der Winterkamo Ausführung. Und ich habe einfach vor, jetzt erstmal mit diesen Waffen, die möchte ich euch natürlich zeigen, hier vor allem diese Waffe, die Doppelflinte mit Gravur. Das ist ja nicht wirklich eine neue Waffe, werde ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Damit legen wir mal los und gehen dann einfach in Richtung unseres Bärenköderfasses. Also irgendwie hier hoch, wir können ja mal noch einen Abstecher hier an dem See machen, das sieht bestimmt toll aus. Und dann würde ich gerne irgendwo da oben, vielleicht irgendwo hier oder da, das Zelt anbringen. Und dann können wir von da aus nämlich nochmal losgehen und dann nehmen wir einen Bogen mit. Oder ja, würde ich mal sagen, lass mal versuchen. Ich weiß ja nicht, vielleicht schaffen wir es dann, einen Braunbären mit einem Bogen zu erlegen. Ja, so viel zum Plan erstmal. Und hier gibt es ja Elch, Rehwild und Braunbär. Der Braunbär, wie gesagt, beziehungsweise habe ich noch gar nicht gesagt, die neue Tierart in The Hunter. Ziemlich aufregend natürlich. Ein paar Leute waren ein bisschen enttäuscht, glaube ich, weil ja der Braunbär im Prinzip ein vergrößerter Schwarzbär ist, der noch ein paar Anpassungen hat. Mag sein, aber ich finde es persönlich cool. Ich freue mich drauf, weil es einfach irgendwie, ja, es ist schon was Besonderes, diese wahnsinnig großen Jäger. Also es sind ja, ja, das, obwohl ein Braunbär ist jetzt kein Fleischfresser vorwiegend, sondern eher ein Vegetarier. Trotz allem, das sind ja große, kräftige Tiere und ich bin einfach froh, dass wir hier so einen richtigen Bären hier jagen können. Der Schwarzbär ist ja doch eher so was Kleineres. Und wie gesagt, wir haben erst drei Tierarten hier jetzt auf der Map. Auf der Karte hier, auf Hjemmeldal. Das ist ja Skandinavien nachempfunden. Und ja, da ist ja quasi dann auch noch Platz nach oben. Das heißt, da könnte noch einiges passieren. Wir könnten irgendwie noch ein bisschen Niederwild bekommen, was mir persönlich ganz gut passen würde. Haben wir ja jetzt noch nicht so viel.
Ja, und sowas wie Karibü oder sowas könnte man sich ja auch vorstellen. Das werden wir aber alles früh genug erfahren, schätze ich. Ich mache jetzt mal kurz weiter mit den Waffen. Und zwar wollte ich euch natürlich diese Doppelflinte, oder wie heißt sie jetzt noch auf Deutsch? Das habe ich wieder vergessen. Ja, genau. Doppelflinte mit Gravur. Wir haben ja schon eine Doppelflinte, das ist die ganz normale. Und wie gesagt, diese Waffe ist im Prinzip keine neue Waffe, sondern eine alte in einer neuen Version, und zwar in der Gravur. Ist was rein optisches, sieht super schön aus, finde ich. Kostet aber 1000 EMS und ich würde mal sagen, momentan ist es das nicht wert. Es ist auch ein ausgewiesenes Premium-Item. Ja. Also wirklich, man hat keinerlei Vorteile oder Features mit dieser Waffe, außer dass es halt irgendwie toll aussieht. Und ich habe es jetzt halt mal gekauft, weil ich es euch zeigen wollte. Aber ich würde es auf keinen Fall als sinnvoll beschreiben, die Waffe zu kaufen. Ja, was kann man sich jetzt vorstellen? Vielleicht ist es so ein kleiner Vorgriff in Richtung, ja, wer weiß, vielleicht ist es so eine Art Einführung von sowas wie Customized Weapons, also benutzerdefinierte Waffen. Das benutzerdefiniert kann sich jetzt rein optisch darstellen oder eventuell auch in Richtung, dass man eben verschiedene Aufsätze hat, sowas wie Zielfernrohre und so weiter. Und das würde aber meiner Meinung nach am meisten Sinn machen in Verbindung mit Multiplayer. Und ja, wer weiß. Ich habe zwar keine Informationen darüber, aber ich könnte mir doch schon vorstellen, dass die Entwickler von The Hunter dahingehend schon wissen, dass die Community da ziemlich scharf drauf ist. Und ja, warum nicht? Also, wenn man jetzt ein Item rausbringt, das sich jetzt nur rein optisch unterscheidet, dann fragt man sich da natürlich schon, solange das hier ein reiner Singleplayer ist, wird es nie jemand erfahren oder sehen. Das ist nur für mich selber, und ich glaube, da ist der Anreiz schon eher geringer, als wenn man jetzt einen Multiplayer hätte, wo dann andere auch wirklich die Waffen, die man bei sich trägt, sieht. Okay, so viel dazu. Ich habe jetzt natürlich Flintenlaufgeschosse mal dabei. Wir haben hier ja Elch und Braunbär. Das sind doch recht große Tiere. Und ja, dann habe ich auch die 9,3, also die 9.362er Anschütz dabei. Optimale Waffe für dieses Gebiet, während es hier jetzt gerade richtig schön anfängt zu schneien. Und zwar auch wegen der Tierarten. Moment. Ja, die Waffe hat einfach enormen Durchschlag und ist für so großes Wild wie Braunbären oder Elche perfekt. Für die Doppelflinte habe ich dann noch Rehposten dabei, falls wir auf Rehwild stoßen. Und das hat es hier nicht so knapp, muss ich sagen. Von meinem ersten Jagdgang, den ich gehabt habe für die englische Folge, da bin ich auf ganz schön viel Rehwild gestoßen. Und ja, ich muss sagen, die kommen auch bis nach oben ins Gebirge vor. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier diesen See an. Ich glaube, dafür muss Zeit sein. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Wow, Leute, schaut euch das an. Das ist also dieser See. Ich muss sagen, es sieht wirklich beeindruckend aus hier oben. Unglaublich schön.
Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal so ein bisschen hier oben entlang. Denn jetzt die gleiche Route zu gehen wie bei der englischen Folge wäre jetzt auch ein bisschen langweilig. Wow, sieht echt hammercool aus. Freunde, gerade habe ich gesagt, dass es hier tatsächlich auch Elche gibt. Und prompt hören wir einen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe den Baumansitz dabei. Vielleicht können wir den anbringen. Und Ding habe ich auch dabei. Urinspray. Das ist immer gar nicht schlecht bei Elch. Ja, also wie gesagt, laut Beschreibung auf der Seite ist jetzt der Elch die Tierart, die man am wenigsten erwarten sollte. Ich glaube, wir suchen uns hier mal so einen schönen Stein aus und platzieren uns da drauf. Das klappt eigentlich auch immer ganz gut. Und dann benutzen wir jetzt erstmal kein Urinspray, sondern ich würde, glaube ich, gerne die Anschütz verwenden. Und ich glaube, da haben wir dann... Oha. Da haben wir dann sicherlich Gelegenheit genug. Wir müssen ihn ja da jetzt nicht irgendwie auf Bogendistanz rankommen lassen oder sowas. Also rufen wir. Und ja, ich habe es bestimmt schon ein paar Mal gesagt, aber ich erzähle sowas gern immer wieder. Beim Anlocken vom Elch, also beim Verwenden des Lockrufs, ist es so, dass man sehr viel häufiger rufen, also sehr viel ist vielleicht nicht, aber auf jeden Fall häufiger rufen muss als bei den meisten anderen Tierarten. Das hängt einfach mit der Art zusammen. Wer schon mal auf YouTube vielleicht irgendwie ein Jagdvideo gesehen hat von einer Elchjagd oder so, da wird wirklich ganz schön massives Lockrufen betrieben. Meistens übrigens, was ganz interessant ist, habe ich gesehen, die meisten Elchlockrufe werden von den erfahrenen Jägern auf jeden Fall ohne irgendein Rufgerät oder Lockrufergerät gemacht. Finde ich immer ziemlich beeindruckend. Da sehe ich doch was. Da habe ich kurz was aufblitzen sehen. Da kommt er. Man sieht ihn noch nicht richtig. Jetzt werde ich noch mal rufen. Irgendjemand hat mir übrigens geschrieben, dass ich hier schon Gruppen von Elchen mit mehreren männlichen Tieren und so weiter gesehen hat. Finde ich ganz interessant. Hab irgendwie auch das Gefühl gehabt, letztes Mal auf der Jagd, dass das Rehwild irgendwie mehr gruppiert umherzieht hier, als das jetzt in Hirschwelten der Fall ist. War zumindest irgendwie mein Eindruck. Ob sich's bestätigt, kann ich noch nicht sagen.
Jetzt schauen wir mal, wie sich das hier jetzt entwickelt mit diesem Elch. Wir haben ja vorher auch noch eine Elchkuh gehört. Und schauen wir mal, was hier so in der Nähe ist. Muss jetzt nur dran denken, regelmäßig zu rufen. Dass wir den Elch sozusagen, ja, bei Laune halten. Seht ihr die Animation für den, ja, für den Dampf, den Atem? Sieht echt cool aus, finde ich einfach nur. Ich glaube, wir könnten bald einen Schuss mit der Anschütz wagen. Aber jetzt schauen wir erstmal uns noch das schöne Tier an. Er wird jetzt keine hohe Score bringen, bin ich mir ziemlich sicher. Oder ist ja ganz klar, sieht man ja. Aber nichtsdestotrotz macht es einfach Spaß. Und ich glaube, jetzt ist er schon in einer Reichweite, wo es schon langsam gefährlich wird und wo wir auf jeden Fall die Doppelflinte benutzen können. Und da oben kommt das Weibchen. Das dürfte ein guter Schuss gewesen sein. Hoppla. Ja, er geht runter. Aber er steht gleich wieder auf. Nein, er legt sich runter. Jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir den nachschießen? Ich würde fast sagen, ja. Obwohl, nein, er ist jetzt, ist er verendet? Noch nicht. Wir werden jetzt den Gnadenschuss machen. Einfach aus ethischen Gründen. Schlägt sich zwar auf die Statistik nieder, bei der Riege Kills per Hit, aber ganz ehrlich, so wichtig ist die Statistik dann auch wieder nicht. Und die meisten echten Jäger werden mir wahrscheinlich sowieso bestätigen können, dass man es nicht komplett vermeiden kann, auch mal daneben zu schießen. So viel jetzt zum Thema Statistik. Trotz allem versuche ich jetzt natürlich bei den neueren Waffen, ich meine, ich habe es nicht von Anfang an so durchgezogen, versuche ich die Statistik doch etwas höher zu halten. So. Na, jetzt. Also wir haben am Anfang den Magen getroffen. Und dann haben wir aber linke Lunge getroffen. Perfekt. Score 117,629. Also, wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Wenn wir hier den Berg runterschlittern. Aber er kommt ganz gut zum Liegen. Gibt ein ganz schönes Bild. So. Und das wäre unser erster Jagderfolg heute. Und ich muss sagen, das macht ziemlich Spaß. Jetzt schauen wir mal, ja, wir gehen jetzt mal hier oben rum. Schauen wir uns mal noch da oben um. Und wie immer halte ich euch auf dem Laufenden.
Hier haben wir jetzt noch einen kleinen Abstecher gemacht zu diesen, ja, hier zugefrorener See. Das wird hier oben wahrscheinlich auch nicht anders sein. Sieht schon ziemlich cool aus. Sie ist hier komplett zugefroren. Bei dem größeren See vorher, da hatten wir ja noch Wasserfläche. Ja, ich muss echt sagen, sehr beeindruckend hier. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen, weil das sieht einfach cool aus. Bis nachher. Bin jetzt ziemlich weit gewandert sozusagen. Und wir sind jetzt hier ziemlich im Norden. Ich muss sagen, der Hammer. Sieht richtig, richtig schön aus hier. Jetzt hat es noch angefangen zu schneien. Wetter verschlechtert sich sozusagen, aber das passt einfach super. Action war jetzt so gut wie gar nichts. Ich habe eine Bärenspur gefunden, die ging aber in die entgegengesetzte Richtung. Und habe noch ein weibliches Stück Rehwild gesehen. Von dem her, wir nähern uns jetzt dann der Stelle, wo wir dann mal drüber nachdenken können, das Zelt auch mal aufzustellen. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Spot, von dem aus wir dann auf die Bärenjagd gut gehen können, weil wir sind hier auf jeden Fall im Bärenterritorium jetzt. Boah, schaut mal hier, wie sich hier jetzt die Berge auftun. Hier kommen wir jetzt richtig in gebirgige Gegend. Boah, sieht echt Hammer aus. Und jede Menge Rehwild. So, jetzt haben wir hier aber mal eine ganz, ganz gute Übersicht hier oben. Wow, guckt euch das an. Guckt euch das an. Unglaublich schön. Gleich zum Schneefall noch. Wahnsinn. Und ich glaube, das hier unten ist so richtiges Bärengebiet. Wenn ich es richtig sehe. Schauen wir mal kurz auf die Map. Ja, hier sind wir doch schon mal ganz gut. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter runter, Richtung, gerade Richtung der Berge, die wir da sehen. Und gucken, dass wir da dann irgendwo dann das Zelt aufstellen. Ja, das wird gut. Und wer weiß, vielleicht sehen wir jetzt auf dem Weg noch den ein oder anderen Braunbären. Da würde ich natürlich sofort, wäre ich sofort dabei. Wenn wir hier nochmal Jagdglück hätten, lohnt sich natürlich immer hier mal ein bisschen abzuglasen. Wobei die Entfernungen hier wirklich enorm sind, muss man sagen. Scheint aber relativ ruhig zu sein hier. Rehwild zieht hier wohl durch. Ja, also was muss ich hier noch sagen? Okay, also ich mach mich dann weiter. Und ihr hört von mir. So, wir sind jetzt hier an diesem Punkt, der hier mit diesem Ausrufezeichen markiert ist. Es scheint hier so eine ziemlich coole Statue zu sein.
sich das mal anschaut. Wow. Cool. Was da drauf zu sehen. Ja, das sind Teile von diesem Reservat-Logo auch. Echt ziemlich cool. Ja, und ich würde sagen, wir tun auch hier mal so in der Nähe unser Zelt aufschlagen. Das passt, glaube ich, ganz gut. So, und hier sind wir jetzt an einem Ort, an dem wir dieses Zelt aufstellen können. Das mache ich jetzt auch sofort. Und das sieht auch echt ziemlich cool aus, muss man sagen. Das ist unser gewohntes Happy Camper Zelt. Habe ich jetzt hier aufgestellt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen schönen direkten Zugang hier zu diesem höchsten Punkt, schätze ich mal, der Map. Ich glaube, das ist nirgends sonst höher. Ja, und hier sind wir, glaube ich, mitten im Bärengebiet, ziemlich aufregend, und dann können wir nachher da unten weitermachen. Gut, dann mache ich hier jetzt auf jeden Fall erstmal einen Cut. Tut mir leid, war echt wenig los. Wir haben einen Elch gesehen, einen Elch geschossen. Wir hören hier andauernd weibliche Stücke Rehwild. Aber wie gesagt, wir sind jetzt erstmal hier ins Bärengebiet gezogen. Und jetzt mache ich erstmal eine Pause und dann geht's weiter mit der Bärenjagd. Also, bis dann. So, und da sind wir wieder. Am nächsten Morgen frisch gestärkt aus unserem Happy Camper Zelt. Und ja, wir hatten ja nicht so viel Glück jetzt auf dem Weg hierher. Jetzt haben wir hier mal sozusagen eine Nacht verbracht. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt mehr Glück haben werden. Wir haben relativ wenige Tiere gesehen. Und ja, wir sind jetzt hier in einer sehr guten Position. Sehr nahe hier an unserem Bärenfass. Näher kann man übrigens nicht hin, nicht ran mit einem Zelt. Und ja, wir sind hier meines Wissens zumindest mitten im Bärengebiet. Ja, schauen wir einfach mal, was der Jagdtag bringt. Und ich habe ja letztes Mal angedeutet, wir wollen eventuell einen Bogen mitnehmen. Ich habe mich aber umentschieden. Und zwar habe ich gesagt, heute nehmen wir mal hier unseren Caplock Vorderlader Kaliber 50 mit. Und den tun wir doch gleich mal durchladen. Denn das dauert eine Weile. Ist eine wirklich schöne Waffe. Oldschool. Erfordert ja, Zeit, um die Waffe zu laden. Und natürlich Präzision nachher im Umgang. Ja, ist eine schöne Sache. Und die würde ich gerne auf Bärenjagd verwenden. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen mal los. Haben unseren Wegpunkt jetzt schon gesetzt. Da vorne, wie ihr sehen könnt, ist diese mysteriöse Steinskulptur. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, entweder am Bärenfass oder wenn sich vorher schon was tut. Auf jeden Fall ist das der Beweis, dass es hier Leben gibt hier oben. Ein weiblicher Elch, eine Elchkuh, streift vorbei und ich habe hier jetzt auch gleich mal eine Bärenspur gefunden. Und wenn wir uns das anschauen, die zeigt in etwa in die Richtung unseres Bärenfasses, dem wir uns jetzt auch schon nähern. Da vorne ist die nächste Spur. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt,
wie es hier jetzt am Morgen aussehen wird. Wunderschöner Sonnenaufgang. Das kann man auch gerade noch mal genießen. Ha, schaut euch das an. Wunderschön. Absolut fantastisch. Es ist einfach schön, wie man hier immer wieder in solche, ja, über solche Vorsprünge die Aussicht genießen kann. Genial. Und da unten haben wir unser Bärenköderfass aufgestellt. Und da werden wir jetzt auch mal uns hinbewegen. Die Spur, wie schon gesagt, die führt so etwa in die Richtung. Ich gucke auch schon immer mal ein bisschen durchs Fernglas. Da haben wir die nächste Spur, die will ich jetzt mal noch mitnehmen, denn wir sind ja jetzt noch beim Tracking, also beim Spurensuchen auf einem relativ geringen Level. Gestern hat sich das auf Level 2 geschalten, aber nicht während der Aufnahme. Was haben wir hier? Okay, das war das weibliche. Das war die Elchkuh. Und ja, es lohnt sich immer von einem Tier, wenn es möglich ist, drei Spuren aufzunehmen, sodass dann eben die drei roten Punkte auf dem Huntermate leuchten und man diese Zusatzinformation bekommt. Und diese drei Schritte zählen auch beim Hochleveln vom Tracking am allermeisten. Das heißt, es lohnt sich wirklich immer, diese drei Punkte hinzukriegen. Okay, also ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir uns dem Fass so richtig nähern. Okay, Freunde, ich habe hier was. Schaut euch das an. Das ist bestimmt der Bär, den wir jetzt gerade verfolgt haben. Und das ist ein Männchen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir jetzt ungesehen in unseren Baumansitz kommen. Oder ob wir jetzt lieber die Anschütz zur Hand nehmen sollen. Und hier aus der Distanz einen Schuss wagen. Auf jeden Fall können wir uns erstmal das Tier anschauen. Wunderschön. Und natürlich gleich ein männliches Tier. Man sieht gleich die breiten Schultern und der große Kopf. Braunbären, ja, wirklich beeindruckende Tiere. Und da wir ja wissen, dass der Braunbär nicht ganz so schreckhaft ist wie der Schwarzbär, das liegt natürlich auch mitunter an der Körpergröße. So ein Braunbär, der hat nicht wirklich natürliche Feinde. Folglich ist er natürlich auch ein bisschen selbstbewusster. Und das verhält sich dann natürlich ähnlich wie beim Elch. Jetzt
Jetzt möchte ich aber mal kurz auf Nummer sicher gehen und die Windrichtung prüfen. Denn ich möchte jetzt hier nichts dem Zufall überlassen. Ja, das sieht doch perfekt aus. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir mit dem Fernglas jetzt mal... Da ist der Baumansitz. Da sollten wir eigentlich ungesehen irgendwie hinkommen können, hoffe ich jetzt. Denn ich würde schon gern einen ordentlich platzierten Schuss mit dem Vorderlader abgeben. Das hätte was. Hier übrigens weitere Spuren. Also, wir müssen einfach mal abwarten. Vielleicht ist hier auch noch ein bisschen mehr unterwegs. Jedenfalls bewegen wir uns jetzt mal ganz behutsam. Ist schon imposant. Einfach auch schön zu beobachten. Muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, das hier müsste der Baum sein, ja. Jetzt ganz vorsichtig. Wir haben hier auch einige Elchspuren. Boah, guckt euch das an, Leute. Schon wirklich sehr beeindruckend. Jetzt kommt er ziemlich nah in unsere Richtung. Und ganz ehrlich gesagt müssen wir ja auch nicht unbedingt in den Baumsitz gehen jetzt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nur einen Schuss abgeben, der so sicher wie möglich ist. Ich will es jetzt natürlich nicht versauen. Gleichzeitig können wir das Tier hier wunderschön beobachten. Ich meine, es ist natürlich auch was, das ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
Ich sag einfach mal nichts dazu. Ich glaube, das ist gerade ziemlich selbstsprechend. Und ich denke mal, wir sind jetzt in einer sehr guten Position für den Schuss. Wow, perfekter Schuss. Hey, Wahnsinn. Also wenn man hier so irgendwie, wie weit ist er jetzt weg? 5 Meter oder sowas? 10 Meter? Wenn man so nah an dem Bären dran ist, Wahnsinn einfach. Das ist echt, echt ein spezielles Erlebnis. Dann schauen wir uns das mal an. Bin übrigens ziemlich überzeugt, dass ein Schwarzbär da aufmerksamer gewesen wäre. Könnte ich mir zumindest denken. Jetzt schauen wir mal. Ja, man sieht schon an der schieren Größe, dass es gleich was ganz anderes ist. Okay, schauen wir uns mal an. Rechte Lunge, sauberer Schuss und Score von 22,914. Den anderen männlichen Bär, das ist jetzt mein zweiter männlicher Bär überhaupt, der war ein bisschen größer. Der hatte glaube ich eine Score von 24. Und hier haben wir so ein schönes Bild mit dem Köderfass noch im Hintergrund. Wunderbar. Und jetzt werde ich mich einfach mal nochmal auf den Baumsitz begeben. Na, wo war der? Der war hier. Und einfach mal noch ein bisschen abwarten. Ich meine, wer weiß, vielleicht schaut hier noch der ein oder andere Bär vorbei. Also ich melde mich dann, wenn es was Neues gibt. Okay, wir waren hier jetzt sehr lange. Ich habe hier jetzt wirklich sehr lange gewartet. Aber es tut sich nichts. Und deswegen werde ich jetzt noch auf jeden Fall noch weiterziehen. Ja, wir können mal schauen, was könnte man denn machen. Wir könnten ja mal einfach weiter nach hier unten gehen. Ja, genau. Gehen wir einfach mal in der Richtung weiter und schauen, was sich noch so ergibt. Vielleicht finden wir noch einen schönen Rehbock oder vielleicht auch noch einen schönen Elch, je nachdem. Also, und ich, jetzt schauen wir doch mal kurz, kann man hier übers Eis laufen? Das wäre jetzt mal interessant, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dieser See ist nämlich jetzt auch zugefroren. Cool. Ja, das wusste ich nicht. Also hier kann man komplett drüber laufen. Das ist komplett zugefroren. Und sieht auch ziemlich cool aus, um ehrlich zu sein. Sieht hier aus, als wäre es auf jeden Fall mehrschichtig überfroren. Ja. Okay, wartet mal, was sehe ich da? Ne, es hat getäuscht. Ich habe schon gedacht, da ist ein großes Tier, entweder ein Bär oder ein Elch. War aber nur eine Täuschung. Okay, also. Dann seid ihr wieder bei mir, wenn sich hier irgendwas Interessantes, Spannendes ergibt.
Freunde, ich habe soeben den Ruf eines Reeboks vernommen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir schnell eine gute Position finden. In dieser Richtung und ich möchte, sobald ich einigermaßen bessere Sicht habe, den Lockruf einsetzen. Oh, wir sind schon ganz nah. Jetzt wird's spannend. Scheinen mehrere Tiere zu sein. Da oben ist er. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, ich glaube, da werden wir mal den Lockruf bemühen. Da ist noch was. Auch ein Bock, aber ein schwacher. Rotwild scheint hier, das Rehwild scheint hier wirklich in großen Gruppen umherzuziehen. Und das sah mir fast so aus, als wäre es hier eine Gruppe männlicher Tiere gewesen. Lunge, Herz, guter Treffer. Müsste eigentlich sofort tot gewesen sein. Er ist wahrscheinlich nur darunter geschlittert. Wow, also das war jetzt nicht schlecht. Und wenn man jetzt gehört hat, die ganzen aufgeschreckten Rufe, also das war schon eine größere Gruppe. Vielleicht ist das Sozialverhalten des Rehwilds hier in Jämmeldal ein bisschen anders als in Hirschfelden. Ja, glatter Lungendurchschuss und eine Score von 167,328. Wow, ey, das ist richtig gut. Also auf jeden Fall gut. Ja, und das sieht man auch. Der hat wirklich sehr schönes Gehirn. Ja, schau dich das an. Ziemlich breite Basis. Ziemlich ausgeprägte Rosenstöcke. Ja, hoher Schulterschuss. Hat gut gepasst alles. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, es war jetzt zwar in dieser Folge, beziehungsweise es teilt sich wahrscheinlich auf zwei Folgen auf, nicht so viel Action, aber nichtsdestotrotz, wir haben alle drei Tierarten, die es auf Jämmeldal gibt, bejagt.
und haben uns hier richtig schön umgeschaut. Ich habe auch ziemlich viele Landschaftsaufnahmen gemacht. Mal gucken, wie ich das einbaue. Und jetzt schauen wir mal noch mal ganz kurz. Vielleicht sehen wir noch den ein oder anderen Rehbock aus dieser Gruppe. Aber die sind auf jeden Fall alarmiert. Da scheint sich nichts mehr zu ergeben. Ich nehme an, die sind hier durchgezogen. Ganz interessant, dass Rehwild hier gruppiert auftritt. Oh, hier haben wir noch Bärenspuren. Ja, und hier ist Rotwild, nicht Rotwild. Rehwild natürlich. Okay, dann haben wir hier eine schöne Übersicht. Und das gleichzeitig als Schlusspunkt zur heutigen Jagd. Ja, ich bin begeistert auf jeden Fall von diesem Jagdrevier. Und wir werden hier mit Sicherheit noch viele schöne Jagderlebnisse zusammen haben. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und Happy Hunting to you.